diesen Samstag der Anfang vom Ende für Julian Bam. Zahnfee muss endlich ihre dunkle Seite einfangen. Ich war so nah dran. Doch am Ende hat's einfach nicht gereicht. Umso mehr müssen wir der Zahnfee helfen, Doug zu finden. Du bist nur eine Kopie von mir. Warum lachst du nicht? Gänsehaut bis in die Eier. Ah, stimmt. Die kommen ja jetzt auf Freeve. Das heißt, die kommen ja 2 Wochen vorher auf Freeve und dann ist das, stimmt, I get it. Das ist ja auf Amazon verkauft worden. Das waren ganze 15 Gänsehautsekunden von 25 Minuten reinstem Blockbuster, die euch ab übermorgen erwarten werden. Freunde, hier nochmal das Datum. Da bricht sogar schon die Sonne weg, liebe Freunde. Pollenallergie trotzdem da. Also kauft euch einen Kalender, falls ihr noch keinen habt. Markiert diesen Kalender. Freeve ist der, ich weiß nicht warum, aber Amazon hat noch einen anderen Dienst, der irgendwie auch mit Werbung finanziert wird. Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber irgend so ein Amazon Freeve. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich gucke die Scheiße auch nicht, bin ja nicht besoffen. Wieso sollte ich etwas kostenlos gucken, wenn ich es mit Piraterie eh kostenlos gucken kann? Verstehe ich nicht. Deswegen, ja. Da schreibt rein, diesen Samstag, Punkt Mitternacht, auf Freeve erstmals kommt das Hauptvideo. Schaut euch diesen Kalender an, lernt diesen Kalender auswendig. Wirklich, Freunde, verbrennt diesen Kalender, opfert diesen Kalender. Ich bin einfach so überkrass heftig aufgeregt. Nicht nur, weil wir jetzt auch noch 2 Wochen vor unserer YouTube-Veröffentlichung eine neue Plattform mit unseren Eskapaden beglücken dürfen, sondern weil es jetzt endlich Nee, statt TV eben Freeve. Ich möchte einen Kampf bis zum Tod mit dem Marketing. Mit dem Marketing, Head of Marketing, der das entschieden hat, das Naming. Ich will, dass da ein Stock in die Mitte geworfen wird und dann will ich gucken, wer dann am Ende noch steht. Das Risiko ist es mir wert. Es ist davon auszugehen, dass eine Agentur Amazon beraten hat, dass sie das so nennen und gesagt haben, genau wie du mir gerade gesagt hast, ja, wir nennen das einfach, anstatt TV, nennen wir das Freeve. Bruder, baut den Oktagon auf, macht das Ding zu und bis ans Ende. Baut ihn auf. Los geht, Freunde. Hauptvideos, Behind the Scenes, Outtakes, Musikvideos, Reactions, die Pool-Olympiade. Gestrichen für dieses Jahr. Hat gar keinen Sinn gemacht mit der Pool-Olympiade, aber verstehe ich voll. Doch kurz vorweg, bevor ich die wichtigsten Informationen droppe, Freunde. Also ich persönlich trage eher seltener Crops, aber mit der neuen Summer Collection, wo auch noch ein paar andere Pieces dabei sind, hier noch mal ein paar Fotos. Haben wir auch diesen Sweater hier released und der ist so sweet, weil ihr könnt dann so, wie ihr euch gerade fühlt, zum Beispiel cozy, könnt ihr die Dinger hier aufmachen oder stressed. Wir sind alle stressed, Leute. Oder hier das Allerwichtigste hier, hungry. Man kann das auch schulterfrei tragen hier. Das sieht so dumm aus bei mir, ne? Es gibt Menschen, so sagt man, da wird es auf jeden Fall ein bisschen schöner aussehen als bei mir. So, also machen wir auch erstmal weiter hier. Aber nochmal zurück zu den wichtigen Infos, Freunde, heute. Hä, warum macht man denn, ich verstehe Mode einfach nicht. Total beschissen, so viele Schreißverschlüsse zu haben. Besonders, wenn die gar nichts machen. Für den Drip. Reißverschlüsse? Schüttig, den Gönnergy der Information über euch aus mit allen wichtigen Infos zum neuen Hauptvideo, aber auch zu den ganzen weiteren Hauptvideos, die dieses Jahr wie Kometen auf euch einhageln werden, Freunde. Kurz und knapp alles, was ihr wissen müsst. Der neue Teil aus unserer fetten Odyssee trägt den Namen Das Geheimnis der Zahnfee. Und wie bereits erwähnt, könnt ihr das Video ab diesem Samstag kostenlos auf Freeve schauen. Oder halt auch über Amazon Prime Video für den Fall, dass ihr einen Prime Video Account habt. 2 Wochen später, also am Samstag, den 31.08. wird um 12 Uhr nochmal spannende Musik Das Geheimnis der Zahnfee auf YouTube gedroppt. Und mit einer YouTube Premiere gestartet, bei der ihr hoffentlich nochmal alle dabei seid und richtig Lärm im Live-Chat macht. Shit, mir ist eigentlich dass wir noch eine YouTube-Premiere Teaser scripten müssen. Kurz aufschreiben, bevor ich das vergesse. Halten wir fest, am 31.08. um 12 Uhr auf YouTube werden wir wieder zusammen mit euch. Also, warte mal. Also, das letzte Video war ja ziemlich sick. Das ist ein Samstag. Das kann ich also nicht gucken. Dann ist Baldur's Gate. Das kann ich also nicht gucken. Also gucke ich es wahrscheinlich am Montag, am 2. Gut. Das neue Video im Livestream genießen können, meine Talons. Wir sind bei der Live-Premiere natürlich dabei, im Chat aktiv. Drinks stehen schon ready, Freunde. Dieses Jahr ist wirklich das allerletzte Jahr, dass wir alle nochmal so laut sein dürfen, dass die Nachbarn zu euch kommen und sagen, wir sind von der Polizei und ihr so, boah, hä?
Seit wann? Jetzt aber erstmal nochmal wieder zurück zu Freebie, weil viele Zuschauer von euch hatten bestimmt noch so gar keine Berührung damit, wisst gar nicht, wo muss ich da klicken eigentlich? Freebie erreicht ihr und ja, ich boomer sitze hier 2024 und erkläre euch, wie ihr eine Plattform nutzt. Freebie erreicht ihr entweder direkt über die Freebie-App, wo ihr euch gratis einen Account erstellen könnt und das Geheimnis der Zahnfee schauen könnt. Easy! Oder ihr geht am Rechner auf Amazon.de und haut da Julian Bam oder das Geheimnis der Zahnfee oder meinen Mond in die Suchleiste. Alles easy, ich weiß, aber ich wollte... Ich frage mich, wie viel Amazon dafür bezahlt hat. Ich wollte es aber nochmal erwähnen, weil da immer wieder Fragen zukommen. Ja. Ja, warum sagt ihr mir nicht, dass ich hier für den Potschnitt habe? So, besser. Das haben wir jetzt geklärt, aber wir haben auch geklärt das mit Freebie. Aber wie geht es weiter nach Zahnfee? Ah, by the way, Beanie gibt es jetzt auch wieder im Store. Nach dem Zahnfee-Hauptvideo geht es direkt weiter mit Akt 4, der Mann im Mond-Saga. Also schaut euch gerne nochmal alle alten Teile an. Also das hier, also das ist, also wir entwickeln uns in eine Richtung, muss man sagen, wo nicht mehr Videos gemacht werden, die Placements integrieren, sondern Placements gemacht werden, die ein bisschen Inhalt haben. Also ein Müh Inhalt. Dann, bevor ihr euch dann irgendwie fragt, so, hä, John und Drew, warum sitzen die jetzt auf dem Floß und warum haben die Scepter und was auch immer so, ja? Oder ihr wollt ein Recap-Video sehen, dann müssen wir noch eins bauen. Dann lasst ein Like da, damit ich sehen kann, ob sich das Ganze auch lohnt. Aber ich werde auf jeden Fall die ganzen alten Videos auch nochmal in die Videobeschreibung reinpacken und in die Endcard kommt auch nochmal die Playlist von allem. Da könnt ihr euch alles nochmal anschauen, alles nochmal nachholen. Dann seid ihr auch voll in der Story drin, das ist das Wichtigste, weil das ist echt ein komplexes Ding geworden, Freunde. Komm schon, die Kotze. Und dann, nachdem Zahnfee auf beiden Plattformen online gegangen ist, geht es wie gewohnt weiter. Akt 4 startet am Samstag, den 7.9. auf Freebie. Und zwei Wochen später könnt ihr euch das Ganze ab 12 Uhr auf YouTube geben. Hier natürlich auch wieder mit der Live-Premiere, wo wir alle zusammen schauen können. Und weil das Ganze noch nicht genug war, werden wir in demselben Jahr, in diesem Jahr, in demselben Rhythmus Akt 5, Sandmann und Akt 6 das Finale droppen. Heftige Roadmap, ich weiß, aber ihr dürft auch nicht vergessen... Alter, wie viele Videos kommen dieses Jahr? Warte mal, Mann im Mond, warte mal, ist das, ich bin verwirrt. Sind das die alten? Nee, das sind neue. Hä? Das ist ja übel viel, Alter. The fuck? Alter, was, das ist ja übel viel. Und Akt 6, das Finale droppen. Heftige Roadmap, ich weiß, aber ihr dürft auch nicht vergessen, das ist die allerletzte Reise für den Julian Bam Kanal. Das ist das letzte Jahr für den Kanal. Beginnt. Es ist der finale Sprint jetzt. Ja, ich glaube ihm kein Wort. Danach wird er Reactions hochladen. Mark my words, Digga. Ich hoffe, ihr seid hyped und ich hoffe, dass ihr in diesem Moment einfach... Ich glaube ihm gar nichts. Wie er da mit seinem süßen Beanie sitzt. Glaube ich ihm nicht. Mal kurz in euch geht und euch einfach mal sagt so, hey, ich bin die Monika, eigentlich stille Zuschauerin und eigentlich kommentiere ich nicht. Aber heute mache ich mal eine Ausnahme und schreibe einfach mal konstruktives Feedback, wie zum Beispiel so, let's go in die Kommentare. Let's go. Und dann würden wir auch nicht mehr diese ganzen Spam-Bots in den Kommentaren sehen. Seht ihr, diese Fliege? Stinke ich so sehr, dass das... Guck mal, diese Fliege, Alter. Die ist so dreist, Alter. Ich weiß nicht, ob ich stinke und vielleicht mal duschen gehen sollte, aber diese Kommentare helfen uns natürlich auch einfach, die Spam-Bots nicht mehr zu sehen, aber eigentlich auch, weil der Algorithmus Freunde kommen. Ich glaube, damit werden die meisten offenen Fragen geklärt, außer ihr habt noch irgendwas? So, jetzt aber nochmal für alle, die gerade vielleicht mit anderen von Subway-Server gespielt haben. Merkt euch den 17.8. für Freebie und den 31.8. für YouTube. Soll niemand mehr sagen, dass ich nicht Bescheid gesagt habe, weil jedes Mal, wenn ich auf Instagram irgendwas von wegen Hauptvideos poste, fragen so viele Leute auf einmal, hä, was, wie, wo, wann es geht weiter, wann geht's weiter und wer bist du und leg mal dein neues Tattoo. Hier ist mein neues Tattoo. Gefühlt mache ich nichts anderes, als darüber zu reden, aber ich bin sehr, sehr stark untergetaucht, einfach aus dem Grund, weil ich mich jetzt gerade vollstens auf das letzte Jahr konzentrieren möchte. Ich möchte mich jetzt gerade vollstens auf die Kunst konzentrieren und deswegen mich auch nicht von Social Media irgendwie ablenken lassen. Deswegen kommen auch so wenige Videos, Kanäle verstauben wie dieser hier, aber alles für die Kunst, alles für dieses letzte Jahr. Ihr seht, ich mein's. Verdammt nochmal ernst gerade. Ach ja, wer jetzt schon mal Freebie testen will, der kann auch jetzt schon mal Mann im Mond Akt 1, Akt 2, Akt 3, Santa Spin-Off, Osterhase Spin-Off anschauen. Die haben wir bereits als Tests schon mal auf die Plattform hochgeladen, weil wir Macher sind. Wer streamt und oder Videos auf YouTube hochlädt, der weiß ja auch bereits, dass man auf... Digga, das ist wirklich eine riesige Werbung. Freebie-Content nicht reagieren soll, darf. Aber auf unsere YouTube-Videos, auf Julian Bam, dürft ihr natürlich gern wieder reagieren. Und wir freuen uns schon auch sehr darauf, wie ihr es findet. 24. Ja, das wird super, Alter. Oder ich muss ganz ehrlich sagen, die Videos sind Bombe.
Bisschen viel Werbung, aber die Videos sind echt Bombe. Das ist wirklich Bombe, Digga. Stunden nach dem YouTube-Upload, bitte, können dann die Reaktionen auch wieder hochgeladen werden. Aber ganz wichtig für euch, nicht schon vorher eine Reaktion auf die Freebie-Version aufnehmen, falls ihr irgendwie denkt, so, ja, okay, da kann ich mir irgendwie so Zeit sparen oder sonst was. Man wird auf jeden Fall sehen, dass es die Freebie-Version ist und dass ihr die dann genommen habt. Dann seid ihr gefickt. Macht es nicht. Bitte. Aber stream auf unsere YouTube-Version könnt ihr ja wie gewohnt direkt hochladen. Warte mal, es gibt Leute, die machen eine Offline-Reaktion auf Content und laden das dann auf YouTube hoch? Ja klar, aber warte mal, ich stelle gerade fest, oh mein Gott, natürlich, es gibt Leute, die machen das ohne Stream. The fuck? Halt, wie gesagt, 24 Stunden später, ihr kennt die Spielregeln. Ja, die sind so wie letztes Jahr und... Wie viel hast du gezahlt, um im Video vorzukommen? 2 Nächte im Star Wars Hotel. Wie letzten Jahren eigentlich. So, das war's auch schon mit den Infos. Ich würde mal sagen, ich springe unter die Dusche, mache mich ready für den Dreh. Ich habe das jetzt gerade auf die Stelle einfach mal aufgenommen. Ich hoffe, ihr habt keine weiteren Fragen. Aber falls ihr Fragen habt, dann bald die für euch einfach. Nee, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir versuchen die auch in den Kommentaren auch zu beantworten. Falls ich was vergessen habe, das ist jetzt gerade hier wirklich auf supersonic Geschwindigkeit hier aufgenommen. Und was soll ich sagen? Ich bin extremst hyped. Es wird grandios, Freunde. Es wird... Also die Frequenz an Videos... Wenn sie die Takt einhalten können, ne, was ich jetzt mal glaube, dann wird das ein ziemlich verrücktes 4. Quartal dieses Jahr. Oh mein Gott, sind das viele Videos gewesen. Da kommt alle 4 Wochen ein Video. Boah. Grandios. Ciao. Da, das ist die NK. Sieht an sich nicht so besonders aus, aber die ist schon recht besonders, weil hier hat man noch so ein paar verschiedene Daten, wie zum Beispiel die Das ist schon krass. Also muss man sagen, das ist schon sehr krass. Ich freue mich drauf. Könnte bei Freevee die Qualität leiden? Ich gucke mir das ja nicht auf Freevee an, ich warte auf YouTube. Hä, ich gucke mir das ja nicht vorher an. So einen Hype habe ich jetzt nicht. Wenn ihr so einen Hype habt, könnt ihr das vorher ja gucken, aber ich verlasse mich jetzt einfach drauf, dass wir das gemeinsam in einer Reaktion reagieren. Wenn nicht, selber schuld. Ihr werdet es eh 20 Mal irgendwo sehen. So. Aber bloß der Unterschied zwischen 2 Versionen liegt? Naja, in der Freebie-Version wirst du dumm viel Werbung bekommen von Amazon. Das ist ja Free-TV, das heißt, das wird die gute alte TV-Frequenz sein, was Werbung angeht. Also alle 10 Minuten 5 Minuten Werbung, alle 10 Minuten 5 Minuten Werbung. Oder zumindest alle 10 Minuten ein paar Spots. Du kriegst halt richtig, richtig viel Werbung da reingedrückt. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob man das umgehen kann. Nichtsdestotrotz arbeiten die da halt mit Werbung. 3x alle 1-2 Minuten. What? 3x alle 1-2 Minuten? No way. Das klingt zu viel. Das klingt selbst für Freebie zu viel. Hast du auf alle Hauptvideos reagiert? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Wir haben uns alle angeguckt. Meine Lieblingsreaktion. Oh, mein Lieblingsvideo. Was ist denn mein Lieblingsvideo? Was war denn mein Lieblingsvideo? Der letzte Song des Osterhasen. Der letzte Song des Osterhasen ist mein Lieblingsvideo. Mit Taddle und mit Elif. Das ist so ein Banger, Digga. Oh, ist das ein Banger. Wirklich Banger. Der ist wirklich, den kannst du wirklich, ne? Der nimmt dich hops. Der Song nimmt dich vollkommen hops. Also das ist eigentlich einer meiner Lieblingssongs da auf jeden Fall. Also 2x eigentlich drin, ne? Das mit Taddle super crazy als Taddle Jesus und das mit Elif natürlich auch übel catchy. Oh mein Gott. Oh. Mm. Nee, ich höre da jetzt nicht rein, weil dann kann ich nicht aufhören, das zu hören. Deine Reaktion dazu schaue ich mir fast jeden Tag an. Das war so geil. Also das jeden Tag klingt schon extrem viel. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass das ihre Lieblingsreaktion auf so ein Ding ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch vollkommen durchgedreht. Das war richtig geil. Das Osterhasen-Ding war einfach Banger! Banger! Das war wirklich, also ich muss auch sagen, ich freue mich schon auf das nächste. Das war wundervoll. Ich freue mich drauf, weil ich weiß, das wird gut.